Mibrak übernimmt erneut seine jungen Facharbeiter. Zu der feierlichen Übergabe der Arbeitsverträge waren wir eingeladen. Mibrak übernahm erneut ihre jungen Facharbeiter aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungen. Zur feierlichen Übergabe der Arbeitsverträge hatte das Bergbauunternehmen in die Eisenmühle nach Elstertrebnitz eingeladen. Die Ausbildung ist ein ganz wichtiger, ich sag mal, Ankerpunkt für uns und natürlich Quell der Erneuerung. Deswegen hegen und pflegen wir diese und freuen uns natürlich, wenn so viele Azubis geschafft haben, es erfolgreich abzulegen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn die wirtschaftliche Situation das erlaubt, dass wir die Leute eben nicht nur durch die Ausbildung bringen, sondern dann direkt sozusagen ein geregeltes Arbeitsleben überführen können und übernehmen können als Mibrak. In diesem Jahr haben alle Azubis 10 Maschinen- und Anlagenführer, 4 Industriemechaniker und eine Chemielaborantin ihre Ausbildung erfolgreich mit bestandener Prüfung beendet. Zur feierlichen Übergabe der Arbeitsverträge gratulierte unter anderem Oliver Fritsch, CDU-Landtagsabgeordneter. Ich habe von Mibrak eine sehr freundliche Einladung dazu erhalten. Und dann, Mibrak ist ein ganz wichtiges Unternehmen hier bei uns in der Region und macht eben auch im Bereich der Ausbildung, eben auch für Fremdfirmen, wie das hier so heißt, eine gute Arbeit. Ich wollte Ihnen mitgeben, dass Sie den ersten wichtigen Schritt getan haben. Das Lernen natürlich nicht aufhört, sondern Digitalisierung und technischer Fortschritt auch weitere Anforderungen an Sie stellen werden, also stetige Weiterbildung, auch für die jungen Leute, die heute Ausbildung beendet haben, wichtig sein wird. Durch einen Ausbildungsverbund absolvieren junge Facharbeiter der Südzucker AG und von der ARCO Hohenmölzen GmbH ihre Ausbildung in Profen bei Mibrak. Wir versuchen natürlich schon, unseren Azubis eine ordentliche Ausbildung zu vermitteln. Wir haben die Voraussetzungen dazu mit dem neuen Ausbildungszentrum. Die Technik ist da, die Ausbilder sind geschult und machen einen guten Job. Und dann erwarten wir bloß von den Azubis, dass sie das auch wirklich richtig in Anspruch nehmen. Und damit haben wir eigentlich alles richtig gemacht, wenn sie dann hier ihren Facharbeiterabschluss kriegen. Insgesamt erhielten 5 junge Leute ihren Facharbeiterabschluss. Aufgrund hervorragender Leistungen sogar vorzeitig. Also das ist natürlich nochmal ein Sternchen obendrauf, wo man dann wirklich sagt, das sind Azubis, die eine sehr gute Ausbildung, gute Ausbildungsergebnisse hatten und die dann in Antrag gestellt haben, vorzeitig ihre Prüfung abzulegen. Und wenn sie das erfolgreich hinkriegen, ist das natürlich nochmal ein Punkt obendrauf, wo man sagt, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ich hatte eine überbetriebliche Ausbildung. Meine Ausbildung hat weitestgehend in Leuna stattgefunden, in der Bildungsakademie. Und die Zeit, die ich hier in der Mibrak hatte, war auch sehr schön, aber kurz. Ich habe noch nicht so viel kennengelernt, aber das, was ich kennengelernt habe, hat mir einen sehr positiven Eindruck gemacht, gerade in Bezug auf Arbeitssicherheit. Und die Kollegen waren nett, ich habe mich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Und jetzt blicke ich freudig in die Zukunft. Ich habe jetzt 2 Jahre Ausbildung genossen und bin froh, dass die Mibrak mich übernommen hat. Spezielle Pläne? Erstmal ein Jahr nichts, erstmal darauf jetzt erstmal sacken lassen, will ich mal sagen, dass ich jetzt Facharbeiter bin und dann vielleicht noch ein Studium hinten dran hängen. Mibrak legt hohen Wert auf die Ausbildung ihres fachlichen Nachwuchses. Seit 1995 absolvierten 888 junge Menschen aus der Region eine 2-, 3- bzw. 3,5-jährige Facharbeiterausbildung. Bislang konnten mehr als 500 jungen Facharbeitern unbefristete und darüber hinaus befristete Arbeitsverträge angeboten werden. Das Bergbauunternehmen setzte 2017 über 4 Millionen Euro für die eigene Ausbildung ein. Es ist für uns natürlich auch wichtig, dass wir die Verluste an jahrelangem Know-how und Erfahrung sozusagen kompensieren können. Und deswegen gehen wir davon aus, dass wir eben die Ausbildung sozusagen auch die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall auf diesem hohen Niveau weiterführen werden und auch benötigen, um uns weiterzuentwickeln. Das Ausbildungszentrum in Profen wurde bereits das 3. Mal von der IHK Halle Dessau als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.